Beim Comeback von Thomas Raffl will Salzburg Platz 4 verteidigen und damit das Heimrecht für das Viertelfinale. Die Roten Bullen zu Gast in Winkelgran bei den Capitals, die wiederum den 10. Pickround-Sieg in Serie feiern wollen und damit auch Geschichte schreiben möchten. Hinein ins Spiel, die Wiener von links nach rechts in den klassischen gelben Trikots, sofort bemüht, Akzente zu setzen, aber fehleranfällig, gerade zu Beginn, und Salzburg mit dem ersten Konter in diesem Spiel, und der passt. Dustin Gaisley, 18 Sekunden auf der Uhr, und es steht 1:0 für die Salzburger. Bernhard Starkbaum im Kurzneck, eiskalt erwischt. Die Wiener heute ohne 6 Stammkräfte im Line-Up, wirken zu Beginn sehr lethargisch, nicht voll bei der Sache. So unterlaufen Fehler wie hier von Ali Vukovic und John Hughes. Cold as ice. 6. Minute 2:0. Die Wiener Patzer in der Defensive werden von den Salzburgern ganz eiskalt ausgenutzt. Aber die Capitals sollten dann zurückschlagen. Powerplay-Situation für den Tabellenführer. Die Scheibe läuft gut, die Scheibe läuft schnell. Was auf Emil Romig. Und mit einer wunderbaren Bewegung verkürzt Emil Romig in Minute 8 auf 1:2. Das Wiener Powerplay in den letzten Wochen wieder erstarkt, und Romig bestätigt das mit diesem Treffer. Dann auf der anderen Seite ebenso Powerplay für die Salzburger. Raffl scheitert zunächst noch, setzt dann seinen Körper aber geschickt ein, und Herburger stellt den alten 2-Tore-Vorsprung wieder her. 16 Minuten absolviert, Salzburg 3:1 in Führung. Auch Fischer konnte in dieser Szene nicht mehr entscheidend klären. Die Capitals versuchen dann im Laufe des ersten Drittels noch einmal das Tempo anzuziehen. Tessier im Zusammenspiel mit Sascha Bauer, und dann ist Benjamin Nissner da, vor dem Spiel noch zum EBL Youngster des Monats Jänner gekürt, bezwingt hier Michalek aus kurzer Distanz und verkürzt auf 2:3 nach 20 Minuten. Zweites Drittel, völlig verändertes Bild. Die Capitals wie ausgewechselt. Wieder gibt's Powerplay für die Wiener. Und Emil Romig schnürt den Doppelpack. 23. Minute, der Ausgleichstreffer in dieser Phase für die Caps. Und jetzt sind die Wiener am Drücker. Kontergelegenheit über Chris D'Souza. D'Souza! 4:3, 38. Die Wiener drehen dieses Spiel komplett, und es ist der Top-Torschütze vom Dienst, 36. Treffer in dieser Saison für D'Souza. Und dann neuerlich eine Kontersituation, Nödel, und das ist der Doppelschlag. 18 Sekunden nach dem 4:3 Führungstreffer macht's der Captain höchstpersönlich, 5:3, 2,5 Minuten vor Drittelende. Die Wiener gewinnen Abschnitt 2 mit 3:0. Aber Salzburg sollte Moral beweisen, und das nach diesem rabenschwarzen Abend zuletzt gegen den KAC. Chris D'Souza hat noch einmal eine Chance, auf 6:3 zu stehen, aber die Stange rettet zugunsten der Salzburger für Steven Michalek und Co. Und dann, wie angesprochen, folgt eben diese Salzburger Moral. Die Roten Bullen wehren mit Fortdauer des dritten Abschnitts immer stärker. Van der Velde sieht den mitgelaufenen Ragnar, und da ist Thomas Raffl, und der besorgt das 4:5 in Minute 44. Die Salzburger schlagartig zurück im Spiel, Raffl trifft also bei seinem Comeback. Fehr war zu diesem Zeitpunkt bereits als Sieger feststehend in Klagenfurt mit Druck auf Salzburg, und Salzburg weiß darauf zu antworten. Es braucht ein Tor, und das gelingt. 59. Minute, der vielumjubelte Ausgleichstreffer durch Brent Harris, kurz vor dem Ende. Salzburg braucht aber einen Sieg nach Overtime oder Shootout. Der sollte nicht gelingen, denn die Caps machen im Penaltyschießen alles klar. Zunächst trifft Nissner und dann auch noch Peter Schneider. Im 5. Penaltyschießen in Serie im direkten Duell gehen die Caps als Sieger hervor und feiern den 10. Pickround-Sieg in Serie. Das ist Rekord, das ist Geschichte. Ich glaube, es war heute kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben eine kleine Grippewelle im Team, ich habe selber ein bisschen Fieber. Und dann gehe ich ein Stück zurück. Ja, ja. Ich glaube, wir haben heute gut gekämpft für das und am Ende einen verdienten Sieg angefangen. Ich denke, das war heute sicherlich nicht schlecht. Ich würde sagen, das war eine 2, wenn wir es benoten. Ich denke, wir haben
ersten Drittel ganz gut angefangen, haben ganz gut gespielt, haben auch im zweiten Drittel ganz gut gespielt. Leider drei wirklich haltbare Gegentreffer bekommen, haben auch die Stärke im Powerplay gewusst von den Wienern, haben auch da zwei Tore bekommen. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt im Spiel.